Jo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video und zwar zum ersten Mal, dass ich das hier mache und zwar nämlich habe ich mir Citra geholt. Liebe Grüße gehen dabei raus an den lieben Ash. Und ja, wir werden heute den ersten Spieltag der PBA mit einem Citra-Emulation zusammen aufnehmen. Gut. Ich habe diese Woche auch wieder nicht geschafft, ein Teambuilding zu machen. Und deshalb habe ich mir nämlich deshalb, muss ich das jetzt hier nochmal erklären. Also wir haben dabei Flampivian. Flampivian wieder mit dem Scarf, weil es sein ganzes Team, bis auf Milotic hat er keinen Switchen. Flampivian hier wirklich sehr, sehr wichtig. Kann uns hier das Match holen. Mit Flammenblitz, Steinhagel, Superpower, die Kehrtwende war es, meine ich. Flunschling wieder mit dabei, mit Donnerblitz diesmal, mit Erdkräfte, Tarnstein und Toxin, also das Standard-Set, was ich eigentlich immer so spiele bisher. Das ist aber auch einfach gut gegen ihn. So, dann haben wir noch Aquana mit Scald, Wish, Protect und Baton Pass. Mega Latias mit Psychoshock, Spukball, Recover und Gedankengut. Ein Tornadus T mit Grass Knot und dem Grassium Z mit Orkan, Dark Pulse und U-Turn. Und als letztes noch Piondragi mit Poison Jab, Knockoff, Taunt und die T-Spikes. Ja, das ist so das Team, was ich heute mitnehme. Cole hat mit dabei sein Milotic, sein Zeraora, sein Lapras, sein Blessed Fallen, sein Jirachi und sein X-Bud. So habe ich das Team fast predicted, also 5 von 6 Pokémon waren auf jeden Fall in der Planung mit dabei. Das einzige Mon, was ich nicht gesehen habe, ist Lapras, sondern eher Shaymin. Obwohl ich mir dann das Team nochmal angeguckt habe, war Lapras auf jeden Fall ziemlich bedeutend. Und ja, an der Stelle würde ich jetzt einmal ganz kurz sagen, beginnen wir mit dem Kampf. Und wie gesagt nochmal, vielen lieben Dank an Ash, der mir das hier ermöglicht hat, Citra zu nehmen. Und deshalb, ja, let's go. Noch ohne Outlines diesmal, Pokémon-Trainer Cole fordert dich heraus. Ja, noch ohne Outlines diesmal, aber das sollen wir bald hinkriegen. So. Wir liegen hier mit Rammstein und er liegt hier mit Boa Hancock. Ich hoffe, dass momentan noch alles so relativ läuft. Kehrtwende. Kehrtwende macht hier auf jeden Fall seinen Schaden und wir müssen jetzt hier raus. Also Kehrtwende war halt immer mein Play. So, ich liege hier mit Rammstein, wie gesagt. Ich gehe mit Post Malone. Denn wir haben hier den Grass Knot und er macht es hier ziemlich gut. Geht hier sofort auf Toxin, weil Toxin war hier sein Play an der Stelle. Musste er machen. Und ja, wir sind jetzt hier getoxic, aber das ist okay. Das ist wirklich okay. Wir können jetzt einfach auf Grass Knot gehen. Er wird hier wahrscheinlich auf die Genesung gehen. Das ist hier sein Play auf jeden Fall. Aber wegen schon mal Grass Knot mit ein bisschen Chip. Was hier ziemlich wichtig war. Und er geht hier, wie ich schon dachte, auf die Genesung. Genesung war hier immer sein Play. So, gut. Aber hier auf der Ranch würde Grass Knot bei einem speziell defensiven nicht ausreichen. Und es ist ein bisschen, also eher speziell defensiv. Das habe ich auf jeden Fall gekalkt. Und deshalb, ja, er geht jetzt hier raus in sein Boreos T aka X-Bud. Er wollte eigentlich Boreos T und ich habe es ihm gesniped an der Stelle. Grüße gehen raus. Und ja, wir machen uns hier ein bisschen. Wir machen hier ein bisschen Schaden, aber der Schaden ist halt, den kann man in die Tonne kloppen, so. Der ist praktisch nicht vorhanden. Ja, ich muss jetzt hier rausgehen, weil Toxin nervt mich dann doch schon ein kleines bisschen. Und gehe hier in meinen Tina Turner, was hier Safe Rocks gegen ihn bekommt. Und er geht hier auch selber auf die Kehrtwende. Das heißt, er kann jetzt wieder in seinen Boa Hancock gehen. Er kann aber auch in was komplett anderes gehen. Das ist ihm überlassen. So, er geht aber in seinen Flying Lamp, seinen Lapras. Und ich habe mir jetzt gedacht, er muss jetzt hier predicten. Weil es macht hier keinen Sinn, dass er irgendwie auf eine Attacke geht. Weil, dass ich hier rausgehe, ist safe. Er geht hier auf die Delegator und ich gehe auf die Tarnsteine. Tarnsteine war hier sehr, sehr wichtig, denn er hat halt nur X-Bud als Defogger. Und wenn er den nicht als Defogger nutzt, hat er praktisch gar keinen. So, er hat noch Zen Long, aber ja. So, er geht jetzt hier auf das Toxin, habe ich predicted. Und ich wollte jetzt einfach, glaube ich, nur das Toxin breaken. Wenn mich nicht alles täuscht.
Ja, ich bin hier auf den Donnerblitz gegangen, um hier das zu brechen. Das war mir sehr, sehr wichtig. Und ja, er ist jetzt hier wieder vom Delegator befreit. Und ich muss jetzt hier eigentlich rausgehen, meiner Meinung nach. Denn, ja, mir bringt es hier eigentlich nichts, drinnen zu bleiben. Geht's hier in die Ärzte, ist so der beste Check noch. Und er geht hier wieder auf den Delegator. Das war meiner Meinung nach ziemlich okay, denn, ja, ich kann hier einfach drinnen bleiben und kann jetzt hier einfach, wie ich auch hier gemacht habe, auf die Toxic Spikes gehen. Er hat hier nur den Eissplitter, anscheinend als Attacking Move, und das macht halt gar keinen Schaden so. Ich kann jetzt hier auf den Abschlag gehen, das macht guten Schaden, beziehungsweise kann es hier den Delegator brechen. Und ich habe mir jetzt so gedacht, er kann halt raus, er muss, glaube ich, auch rausgehen, wenn er das hier nämlich noch als Mon aufbewahren möchte, was er wahrscheinlich definitiv will. Deshalb habe ich mir gedacht, okay, komm, ziehst du jetzt einfach deinen Pion Draghi zurück. Denn Pion Draghi würde hier jetzt auch, nicht Pion Draghi zurückziehen. Ich denke jetzt hier T-Spikes, er muss hier nämlich zurückziehen. Er geht hier aber in sein Milotic und das ist auf jeden Fall okay. Und ich gehe, wie gesagt, auf die T-Spikes, damit ich hier ein bisschen Druck aufbauen kann gegen seine Offensive und so weiter und so fort. Und ja, ich kriege hier noch den Giftschleim und er kriegt hier noch schön Chip mit Burn. Und ich habe mir jetzt gedacht, da hier kann safe jetzt ein Recover kommen. Und deshalb gehe ich hier auf den Taunt, der das hier verhindert. Und ich kriege jetzt hier dann nochmal ein bisschen Recover. Ah, ich bin voll. Aber er kriegt zumindest keine Recovery raus. Das ist wichtig. Denn jetzt kann ich hier rausgehen und ich gehe hier in Lady Gaga, unser Megalatias, und kann mich hier eigentlich ziemlich safe aufsetten. Er geht jetzt auf das Siedewasser. Und ich habe so ein bisschen gehofft, dass er den Burn bekommt. Weil wenn er den Burn bekommen hätte, dann hätte ich tatsächlich safe sein können, dass ich kein Toxin mehr befürchten muss. Ja, aber ich wusste jetzt, dass er hier auch rausgehen würde. Ich dachte mir jetzt so, er muss hier in Rutschi gehen. Oder beziehungsweise dachte ich halt, dass er rausgehen wird. Rutschi war jetzt so nebensächlich. Ich bin jetzt einfach auf die Psychic gegangen, denn die hätte auf allem guten Schaden gemacht an der Stelle. Ja, wir haben hier Megalatias. Und ich bin jetzt hier einfach auf die Psychic gegangen, denn die macht eigentlich ziemlich guten Schaden. Und an dem Schaden konnte ich hier sehen, das ist ein offensives Rutschi. Und auch jetzt hier können wir sehen, das ist ein offensives Rutschi, denn die Kehrtwende hat viel Schaden gemacht. Und ja, gut, er muss jetzt hier rausgehen. Er geht jetzt hier wieder in Flying Lamp. Ich gehe hier auf die Shadow Ball. Das hat Rocks Damage und ich gehe auf den Shadow Ball. Er geht hier auch nochmal Toxic Spikes. Und ja, ich gehe auf den Shadow Ball, wie gesagt. Das macht auf jeden Fall seinen Schaden. War hier auch ein Crit leider. Was ein bisschen doof ist, aber kann man nichts dran ändern. So, er kriegt jetzt hier nochmal Toxic Spikes. Und ja, ich kann jetzt hier auf die Psychokinese gehen. Oder bin nochmal auf den Shadow Ball. Und er geht hier nochmal auf den Eissplitter für den Chip. Hat er auch gut gemacht. Ich meine, das macht auf jeden Fall ziemlich guten Schaden. Ich kann hier mit Spukball dieses Mon rausnehmen. Was hier super wichtig ist, denn dieses Mon ist tot und das ist gut. Hat aber trotzdem nicht desto trotz einen guten Job gemacht. Er geht jetzt hier in Rutschi. Und Rutschi kommt halt rein und denkt sich halt so, Bruder, Jungs, hi, ich bin schneller und will dich jetzt flinchen. Aber ich komme Gott sei Dank durch und bin hier jetzt auf die Recovery gegangen und bin hier wieder voll. Ja. Latias ist hier noch super wichtig. Eisenschädel kommt hier an der Stelle, macht hier wieder ein bisschen Schaden. Und ich schreck zurück. Es ist halt Rutschi. So. Es ist halt Rutschi. Und ich bin jetzt hier aber rausgegangen. Und bin hier in mein Tina Turner gegangen, aka mein Stunfisk. Vielleicht Hoffnung auf die Para mit der Statik. Hätte ich ziemlich gut gefunden, aber natürlich, wie man mein Glück kennt, ich krieg's natürlich nicht. Ist aber okay. Ich kann halt jetzt hier in meinen Iron Head, predicten mit einem Thunderbolt, was ich hier auch auf jeden Fall gemacht habe, denn es war obvious, dass der hier reinkommt. Besser bin ich auf den Donnerblitz gegangen. Der macht doch auf jeden Fall ziemlich schön Damage. Und ja. Ich habe an der Stelle jetzt predicted, dass er hier vielleicht nochmal rausgeht in seinen Boar Hancock. Roost war hier aber ziemlich offensichtlich, wo ich hätte Erdkräfte drücken müssen. Weil das hätte nämlich vielleicht sogar ausgereicht. Ja, war halt doof gelaufen an der Stelle. Wieder voll heilen. Machst du nix. Gut, an der Stelle kann ich jetzt aber hier Tina Turner nochmal behalten. Weil es ist ziemlich wichtig gegen ihn.
und gehe jetzt hier mein Lady Gaga. An der Stelle geht hier wieder auf den Roost. Ist auch alles safe. Roost ist hier auf jeden Fall sein Play. Und ich kann jetzt hier einfach safe auf die Psyche gehen, beziehungsweise auf die U-Turn, weil er kann mich ja nicht killen. Ne, auf die U-Turn, auf die Recover. Weil, wie gesagt, er killt mich ja nicht und ich kann hier einfach ganz safe recovern. Und er muss jetzt hier wieder in seinen Sleepy gehen, weil er will mich ja weghexen so. Kennt man ja nicht anders von Raji. Und ja. Ich weiß nicht, ob ich jetzt diesmal sogar das Spiel eingegangen wieder bin, aber ich glaube schon. Ja. Aber diesmal geht er auch auf für die Kehrtwende. Und das war halt fein. So. Er geht jetzt hier in sein Boa Hancock wieder. Und ich musste hier auf die Recovery gehen. Weil, ja. Ich musste wieder relativ voll sein. Und, ja. So, an der Stelle bin ich dann jetzt hier auf die Psyche gegangen. Weil ich hatte noch einen Fist-Staff im Kopf und da hätte das jetzt ausgereicht. Aber hier reicht es nicht aus, weil er ziemlich viel Spätstaff-Invest mit drin hat. Das heißt auch, er ist halt ziemlich defensiv auf beiden Seiten durch den Heat-Orb. Und das ist jetzt so ein kleines Problem. Jetzt muss ich aber in Megalad jetzt wieder rausgehen und muss jetzt hier in Pyondragi gehen. Und ja, er kann jetzt hier wieder Genesung einsetzen. Ist auch alles safe. Kann er machen an der Stelle. Jedoch, ja, kommt hier wieder der Burn. Und jetzt kommt wieder der Abschlag. Geht erstmal weg von die Ärzte. Geht erstmal weg von Milotic. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Er geht jetzt auf den Scald. Der macht auf jeden Fall ziemlich guten Damage. Und ich gehe jetzt hier nochmal auf den Taunt gegangen, da ich nicht wollte, dass er sich jetzt hier nochmal recovert. Aber er macht es hier gut, geht hier auf Siedewasser. War an der Stelle auch hier sein Play. Ja, an der Stelle musste ich jetzt hier rausgehen, denn ja, die Ärzte könnten auch potenziell wichtig werden. Und dass hier ins Gold kommen, weil so offensichtlich ging nicht. Und jetzt war hier mein Play, auf Staffette zu drücken. Und in Boreos Tee zu gehen. Aber er geht hier auf den Eisstrahl und er freest. Und crittet auch noch, also ein Crease. Und das ist gerade scheiße, denn jetzt kann er sich wieder recovern. Ja, ich muss jetzt hier auf das Gold gehen. Er ging jetzt hier auf das Toxic, zu predikten, dass ich hier schneller wäre. Aber das war ja halt nie mein Play. So, das war ja nie mein Play. Und ja. Also ich wäre halt sowieso nicht schneller gewesen. Also es war hier nicht sein Play, hat seine Runde hier verschwendet, hätte sich easy recovern können. Dann wäre ich jetzt auf Staffette gegangen, wäre er in einer schlechten Position. Aber er kann sich jetzt recovern. Und das ist halt doof. Ich wäre viel weiter nach vorne geraten, aber jetzt bin ich hier so ein bisschen behind gekommen. Aber ich kann jetzt hier wieder in Drapion gehen, kann ich nochmal dann ein bisschen versuchen, Chip zu bekommen. Aber ich gehe sogar nochmal in Post Below und stimmt, weil ich dachte, jetzt könnte vielleicht der Grassland ausreichen. Und ja, mal gucken. Er hat auf jeden Fall ziemlich viel Chip gefressen und Grassland ist nicht, war da ein schlechter Move. Jetzt sehen wir den hier, der Sieg Grassland kommt. In einer wunderschönen Gestalt. Das Post Malone hat richtig Bock gerade. Und da kommen die brillante Blütenbracht. Und die sollte hier auf jeden Fall ziemlich viel Schaden machen, wie wir sehen. Ja, das ist fast ein totes Boa Hancock. Jedoch nicht ganz tot. Er kann jetzt hier auf die Genesung gehen, was ziemlich, ziemlich doof ist. Denn jetzt ist er wieder fast voll und das nervt mich extrem, extrem, extrem. Und wir kriegen jetzt weiter Toxic Damage. Das ist halt super, super doof, dass er sich hier nochmal hochheilen konnte. Jedoch ist das okay. Ich bin jetzt hier auf die Kehrtwende gegangen, weil ich dachte mir, ja, vielleicht will er wieder in seinen Crobat switchen oder so. Aber ja. Ich bin jetzt hier wieder in die Ärzte gegangen, denn die Ärzte war hier mein Play. Und ja, er geht hier auf die Genesung und ich kann jetzt hier nochmal ein bisschen chippen. Und dann nochmal versuchen, mit etwaigen Mons irgendwie Damage
Ja, er kriegt hier nochmal Chip und ich kann jetzt einfach auf den Poison Jab gehen. Und der sollte hier nochmal ein bisschen Schaden machen, wie wir hier sehen. Der ist auf jeden Fall ziemlich gut. Was heißt gut? Er ist okay. Er geht jetzt hier auf den Eisstrahl. Entweder hat er irgendwas predicted oder er wollte mich hier irgendwie ja, freezen oder so. Man weiß es nicht. Aber ja, er kriegt hier nochmal Chip. Und jetzt bin ich hier, glaube ich, nochmal auf den Taunt gegangen. Ne, auf den Abschlag nochmal. Weil ich dachte, er macht vielleicht ein bisschen mehr Schaden. Macht er auch, weil es ein Crit war. Und er geht hier auf das Siedewasser, was ich ziemlich doof fand. Er hätte eigentlich nochmal meiner Meinung nach attacken müssen, heilen müssen. Aber es ist jetzt gut, weil jetzt ist Boa Hancock in einer guten Range für mich. Und das ist super nice. So, ich kann jetzt hier in Post Ballon gehen und der Grassnot würde jetzt hier immer killen. Das habe ich herausgefunden. Er muss jetzt hier aber rausgehen, geht hier in sein X-Bad, was ich okay fand. Und ich kann jetzt hier auf Strauchler gehen. Das macht jetzt halt nicht den größten Schaden, wie wir hier sehen. Aber trotzdem ist das okay. So, ich kann jetzt hier wieder auf die U-Turn gehen. Weil ich verliere nichts. Ich verliere gar nichts, okay? Ich kann jetzt hier auf U-Turn gehen und dann bin ich hier wieder weg vom Fenster. Er muss jetzt hier... Ja, wie gesagt, er geht hier auf U-Turn. Ich gehe auch nochmal auf U-Turn. Und dann passt das alles, okay? So, er geht jetzt hier in seinen Pritzelkatze. Hat wahrscheinlich irgendwie Hurricane oder so predicted. Kriegt jetzt nochmal Rocks Damage und Toxic Spikes. Und ich kann hier einfach auf die U-Turn gehen, weil die U-Turn ist ja mein Play. Ich kann hier immer auf U-Turn gehen. Und... Ja, macht doch... Und ich kann jetzt hier in mein Rammstein gehen, ja. Und auf die U-Turn gehen. So, U-Turn ist hier immer mein Play. Und er muss jetzt hier wieder rausgehen. Und geht hier in Terminase. An der Stelle habe ich mich geärgert, dass ich einfach Flaplets gedrückt habe. Aber das ist okay. So, ich gehe jetzt hier auf die U-Turn. Kriegt hier wieder Vergiftungsschaden. Und hier kommt damit die Kehrtwende, die auch tatsächlich relativ guten Schaden macht. Dafür, dass es nur eine Kehrtwende ist. Und vielfach resistet. Und dann gehe ich hier in mein Katy Perry. Ja, an der Stelle habe ich jetzt hier mir so gedacht, ja, ich kann jetzt hier einfach safe auf Dings gehen. Er geht hier in Boa Hancock, das habe ich mir gedacht. Und ich kann jetzt hier selber auf eine Staffette gehen, dass ich auch drücken muss. Ich gehe, wie gesagt, auf die Staffette. War ja immer mein Play. Und gehe hier in Lady Gaga. Denn jetzt bekomme ich hier eigentlich meist ziemlich safe einen Kill. Also beziehungsweise kein Kill, aber ich kriege halt super guten Chip auf irgendwas. Und er muss jetzt hier in sein Raji geben, was er hier auch macht. Und ich bin hier bei safe auf die Psyche gegangen. Shadow Ball, weiß ich nicht, ob das gekillt hätte, aber ich wollte einfach safe gehen auf die Psychogenese. Macht hier auch guten Schaden. Wir chippen ist halt immer weiter tot und das ist halt gut. So, an der Stelle habe ich jetzt wieder versucht durchzukommen. Er geht hier auf den Eisenschädel. Macht wieder nichts. Und jetzt bin ich rausgegangen. Health. Auf meinem Lady Gaga. Nee, ich bin nochmal drin geblieben. Okay. Auf in der Hoffnung, dass ich nochmal durchkomme. Aber ich komme einfach nicht durch. Es ist einfach Raji. So, er hat aber gar keinen Bock. Gut, dann gehe ich jetzt hier wieder raus. In meinen Tina Turner. Und der kann hier jetzt nochmal ein bisschen Druck aufbauen. Denn er geht jetzt hier auf den Eisenschädel. Und bringt mich hier noch nicht in die Berry Range. Doch, bringt mich in die Berry Range. Und somit sind wir jetzt hier wieder sehr, sehr voll. Was mich freut. Und wir haben nur 6% Schaden bekommen. Und jetzt müssen wir hier auf Earth Power drücken. Denn er weiß, ich drücke hier auf T-Bolt. Und das ist obvious. Und deshalb geht er hier in seine Pritzelkatze. Und ich habe einfach predicted. Und das war jetzt mit der Pritzelkatze, Alter. Die mache ich jetzt einfach tot. Hau rein, Pritzelkatze. Und das war's mit der Pritzelkatze. Und das ist jetzt ziemlich gut. Denn Zeraora ist raus und das ist wichtig. Jetzt kommt hier an der Stelle Terminase. Und ich kann jetzt hier Stunfisk sacken. Der hat so einen guten Job gemacht an der Stelle. Der kann jetzt hier einfach sterben. So. Er geht jetzt hier auf Flammenwurf. Und wir sind hier speziell defensiv und wir tanken den sogar noch. Okay. Flunschlick ist ein alter Gott. Und somit können wir hier die Terminase rausnehmen. Und ja. Jungs. Der ist einfach gut, der Boy. Okay? Der ist einfach gut. So, jetzt an der Stelle stirbt hier Flunschlick. Und er geht hier im Boreos T. Und ich bin hier einfach safe in Rammstein gegangen. Denn der kriegt jetzt eigentlich 3 Kills. Wenn mich Raji hier nicht wegflinscht. Deshalb, ich gehe auf den Flammenblitz. Und das ist ein todes Boreos T. AKA X-Bad.
Ja, jetzt kommt hier Sleepy rein. Und da habe ich halt so die Angst gehabt, ah, Bruder. Jetzt kann hier halt Ironhead Flinches kommen, aber ich muss hier drin bleiben, denn Rammstein ist hier gerade so meine Winning Option. Er geht hier aber auf die Kehrtwende, habe ich auch verstanden. Ich meine, er will ja immer Chip haben. Und kann jetzt hier einfach Boa Hancock reinschicken und den sacken und dann nochmal so ein bisschen versuchen hier. Verständlich auf jeden Fall. Er kriegt jetzt hier nochmal Rocks Damage und so weiter und so fort. Und wir kriegen jetzt hier einen Flammenblitz raus und das war's mit Boa Hancock. Und da ist jetzt auch der zweite Kill für Flampivian. Flampivian macht hier gerade den Work des Todes. An der Stelle kommt hier wieder Sleepy rein. Und auch Sleepy kann hier nicht wirklich durchkommen. Er muss mich jetzt hier flinchen. Er hat mich jetzt aber auch schon oft genug geflincht. Ich kann jetzt aber durchkommen. Und wir sehen, komme ich durch. Ja. Und somit ist Jirachi tot. Und wir gewinnen 4:0 gegen Cole Crow. Womit ich super zufrieden bin, denn das war ein sehr, sehr schöner Kampf. Und ja, an der Stelle GG an Cole. War wirklich gut. Und ja. Und an der Stelle könnt ihr mir auch sagen, ob ihr es euch gefällt, dass ich endlich Citra habe und ein bisschen bessere Quali bieten kann. Und ja, mit ja, den ganzen OBS und so muss ich mich noch auseinandersetzen. Aber das denke ich, das wird auch noch alles. Und dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.